Von euch kam der Vorschlag, dass ich mal auf Griefer Games als Milliardär spielen soll. Ich weiß, Milliardär kann man auf Griefer Games fast gar nicht werden, aber heute habe ich mal, ihr seht das hier oben, 1 Milliarde auf meinem Account. Das heißt, wir haben 1 Milliarde Euro. Ich werde heute probieren, in dieser Folge so viel Geld wie möglich auszugeben von der 1 Milliarde. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie viel Geld haben wir am Ende der Folge. Schreibt am besten einfach mal rein, ich werde wirklich alles kaufen, was geht, aber 1 Milliarde ist natürlich so viel Geld, ich glaube, das kann man gar nicht ausgeben. Wir probieren es aber auf jeden Fall, deswegen schreibt es gerne rein und bleibt bis zum Ende dran, damit ihr auch seht, was rauskommt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir im Chat, mal sehen, was hier so angeboten wird gerade. Ralf Camora verkauft gerade sein erstes Grundstück. Gucken wir, oh, was ist das denn hier? Ralf Camora, was, oder ist er ja? Hallo Ralf, guten Tag, was geht? Ich bin hier. Ich würde, glaube ich, gerne dein Grundstück kaufen. Ich frage den einfach mal direkt, Freunde. Was kostet das GS? So. Fragen wir ihn das einfach mal. Mal gucken, was er für dieses Grundstück hier haben möchte. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Ich glaube, so teuer kann das gar nicht sein. Ich bin mal gespannt auf den Preis. Schlag was vor, schreibt er. Gucken wir uns mal um. Also, ich muss sagen, es ist schön gebaut, das Grundstück hier. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht mega wertvoll. Ich biete ihm jetzt einfach mal irgendeinen Preis vor. Ich will mal sagen, hier 50.000. Probieren wir es mal mit 50.000, mal gucken, ob er da annimmt. Ich glaube, das ist schon viel zu viel, aber wir sind ja ein Milliardär, Freunde. Da ist das, komm, 50.000 hin oder her. Das kloppen wir mal raus, mal gucken, ob er das annimmt. Er schreibt safe. Okay, safe heißt wahrscheinlich, er macht das. Dann bezahle ich ihm mal 50.000 Dollar. Achtung, 3, 2, 1, zack, bezahlt. Und jetzt guck mal, Freunde, der Kontostand, guck mal. Der hat sich fast gar nicht geändert. Es sind immer noch fast genauso viele Zahlen hier. Und wir haben gerade 50.000 Dollar ausgegeben. Gut, das ist, ja, ich bin mal gespannt, ob er mir das Grundstück jetzt auch gibt. Das wäre natürlich nur cool von dir, Ralf, wenn du es mir jetzt auch gibst. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt was richtig Fettes Warte mal, wie viel bietest du? Ich habe dir bereits 50.000 bezahlt. Gib mir das GS jetzt. Warte mal. Will er uns jetzt noch abzocken? Will der uns jetzt abzocken? Als ob, schreibt er. Ich glaube, Ralf ist gerade so ein bisschen, der ist gerade fertig mit den Nerven. Der guckt jetzt hier die ganze Zeit so eine Wand an. Lieber Ralf, kannst du dich, also ich habe das Geld jetzt bezahlt, das ist auch kein Fake-Geld. Ich bin Besitzer, sehr gut. Okay, Ralf, das ist korrekt von dir. Wir haben jetzt gerade für 50.000, das ist, glaube ich, viel zu teuer, wahrscheinlich das Fünffache vom eigentlichen Wert, haben wir diese kleine Hütte hier gekauft, Freunde. Die gehört jetzt uns, das können wir unser eigen nennen. Wir haben aber nur leider bei unserer Challenge, 1 Milliarde auszugeben, noch fast gar nichts gekauft. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch kaufen soll. Wir gucken auf jeden Fall weiter im Chat, mal sehen, was noch so verkauft wird. Bevor es jetzt weitergeht, mache ich nochmal kurz eine Sache, die muss nämlich einfach sein. Wir sind ja ein Milliardär, Freunde, und da kann es ja nicht sein, dass wir jetzt hier in so einer kleinen Bude wohnen. Ich weiß, es ist ja unser Haus, haben wir gekauft, nur deswegen machen wir mal gerade Folgendes. Ich markiere das Ganze mal eben. Zack. Woher das viele Geld, fragt jetzt Ralf. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst, dass er Schwarzgeld hier am Start hat. Oh Mann, warte mal. Ich muss jetzt mal eben eine Sache machen. Ich ersetze jetzt das ganze Holz einfach mal durch Diamanten, würde ich sagen. Und dann haben wir hier noch die weißen Glasdinger. Die ersetze ich auch nochmal einfach durch Goldblöcke, würde ich sagen. Ja, das hat schon ein bisschen mehr Stil. Jetzt vielleicht auch noch das ganze Gras durch Diamanten, Freunde. Ja, also das sieht schon eher nach einer Bude aus für einen Milliardär, Freunde. Da können wir einziehen, das ist in Ordnung. Ich würde sagen, damit können wir jetzt mal weiter traden und mal gucken, was hier noch so für Leute gleich kommen. Ich bin Milliardär. Wer hat was richtig wertvolles? Will heute ganz viel Geld ausgeben. So, das schreibe ich mal, Freunde. Ich bin Milliardär und ich will halt ganz viel Geld auf den Tisch hauen. Mal sehen, ob sich irgendjemand meldet. Einer hat geschrieben, kauf mich 20.000. Dumtendo. Ich schreibe mal, okay. Warte mal, Dumtendo, der will sich kaufen lassen für 20.000. Komm her. Dumtendo soll mal zu mir kommen, Freunde. Der möchte anscheinend Sklave sein. Das ist natürlich gut. Weil als Milliardär, warte mal, da ist er auch schon, Dumtendo, hallo. Gut, dann würde ich sagen, Dumtendo, ich pay dir mal direkt 20.000 Dollar, die wolltest du ja haben, zack. Dumtendo, und dann schreibe ich ihm einfach mal, ich truste den jetzt hier, P, trust, Dumtendo. Los, buddel mir einen Keller. So, Dumtendo soll mir jetzt mal einen Keller graben, Freunde. Ich habe den ja gerade gekauft für 20.000 Dollar. Ich soll auch The Big Clock PC kaufen. Ach, wir sind Milliardär, Freunde. Dann schreibe ich mal Dumtendo, ja, klar. Wir können auch seinen Freund kaufen. Ach, da ist er schon. The Big Block irgendwas. Dann würde ich sagen, ich pay jetzt The Big Block auch mal einfach 20.000 Dollar. Und dann schreibe ich mal dem Dumtendo, los, ihr beiden, buddelt mir einen Keller, meine
Arbeiter. So, die habe ich jetzt hier gekauft, Freunde. Das heißt, ich werde so Big Block jetzt auch trusten. Du kannst jetzt hier auch abbauen. Die beiden sind jetzt hier, ne? Die können jetzt alles machen. Und die sollen jetzt bitte einen Keller bauen. So, er schreibt jetzt, meine Anwesenheit kostet 20.000 und meine Arbeit 150. Buddel jetzt oder du betrügst, schreibe ich dir mal. Also er kann ja nicht sagen, dass er sich kaufen lässt, aber da macht er keine Arbeit, Freunde. Also er muss auf jeden Fall noch in dieser Folge für uns arbeiten. Zumindest für einige Stunden. Ansonsten finde ich das hier, finde ich das nicht in Ordnung. So, der kommt schon mit, der eine. Komm mit, ja. Komm mit, Arbeiter. Wir müssen jetzt uns ausdenken, wo wir den Keller bauen lassen. Gibt es hier noch irgendwo Items gerade am Start? Ich glaube, hier sind gerade keine Items. Wahrscheinlich sind die Truhen alle leer. Genau, komm mit, the big block. Einfach hier runter. Ich würde sagen, hier vielleicht irgendwo. Ja, ich würde sagen hier. So, jetzt schreibe ich mal dem the big block, bau einen riesen Keller. So, und dann noch so groß es geht. So, mal gucken, ob der das jetzt macht. Ich hoffe, er hat das verstanden. Also der und sein Kumpel, die habe ich jetzt ja beiden hier, die beiden habe ich ja gekauft. Die sollen jetzt hier einen richtig, richtig fetten Keller bauen. Dann kriegen sie vielleicht auch nochmal einen kleinen Bonus von mir. Aber, ja, ich hoffe mal, die fangen jetzt an. Hey, Freunde, dieser andere Typ, ne, The Big Block, der steht jetzt hier dumm rum und der Dumtendo, der schreibt die ganze Zeit, dass er noch mehr Geld will. Ich habe das Gefühl hier als Milliardär, Freunde, man findet gar keine günstigen Arbeiter, die wollen mir alle das Geld aus den Taschen ziehen. Die wollen mir einfach das Geld abziehen. Ich arbeite für 50.000, Bruder. Entweder du arbeitest jetzt oder ich suche jemand anderen. So. Das kann doch nicht sein hier. Der buddelt auch nicht. Was habe ich denn für Leute hier gekauft? Buddel jetzt, Mann. Der soll jetzt einfach nur graben. Jetzt schreibt der chill. Nein, ich will doch nutzen. Ich habe 20.000 bezahlt für diese Arbeiter, Freunde. 20.000. Es gibt Leute, die würden dafür 10 Stunden arbeiten. Ihr kennt die Videos. Die gibt es. Und die beiden hier wollen mir noch mehr Geld abziehen. Könnt ihr jetzt mal bitte anfangen zu buddeln? Jetzt bietet der mir was aus seiner Ender-Chest an und Quarz. Okay, der andere schreibt zumindest, wenn du mir Blöcke gibst. Warte mal ganz kurz. Haben wir denn irgendwo Blöcke? Ich hab mir gerade mal ein bisschen Diamanten und Dings gecheatet. Ich gebe dem einfach mal hier. Warte, nein. Oh, warte, er fängt an, glaube ich. Genau. Der ist zumindest ein guter Arbeiter, Freunde. Der ist ein guter Arbeiter. Wenn du hier schön buddelst, mein Freund, ich gebe dir ein bisschen was. Moment. Habe dir gegeben. Jetzt hat der andere das gesnackt. Ey, gib das sofort wieder her, Ralf. Genau. Nein, alles bitte. Genau, dankeschön. Bitte alles geben. Der wollte sich das gerade abziehen. Warte mal hier. The Big Block. Da, bitteschön. Hier sind noch Diamanten. Da kannst du dir alles craften. Und lieber Dumtendo, wenn du mir Schaufeln gibst, komm ich. Warte mal, dann komm in den Keller. The Big Block hat Dias. Ich gebe jetzt dem Dumtendo auch nochmal hier so ein bisschen, ne, bitte hier einmal Diamantspitzhacken und dem gebe ich das auch. Und dann würde ich gerne, dass meine beiden Arbeiter, die habe ich teuer bezahlt, die sollen jetzt bitte anfangen zu buddeln. So, wie groß soll es sein? Dann schreibe ich mal dem Dumtendo, was nehmen wir denn, Freunde? 20 mal 20 mal, sagen wir 50 Blöcke. Die sollen jetzt einen riesigen, riesigen Keller graben. Einen großen Keller, sagst du? Genau. So, dann schreibe ich dir das mal. Ich gehe so lange auf Shopping-Tour. Bitte baut es fertig, bis ich wieder da bin. Dann gibt's auch Taschengeld, schreibe ich mal. So, die sollen jetzt hier einfach arbeiten. Ich kann dir auch noch... Ich will nichts kaufen, Dumtendo. Wirklich, ich habe deine Arbeit gekauft. Ich will nicht deine Materialien. Bau mir bitte einfach einen Keller, okay? Ich gehe jetzt hier auf meine Shopping-Tour. Also hier die Wand einreißen. Ich schreibe einfach mal ja, ja. Die sollen jetzt einfach anfangen, Keller zu... Ich habe die ja nicht gekauft, weil ich selber noch den Keller machen möchte. Die sollen das alles... Die sollen das jetzt in Ruhe machen, Freunde. Ich habe viel Geld dafür bezahlt. Ich schreibe jetzt einfach immer ja. Mal gucken, was die uns gleich liefern. Wir gucken später hier nochmal rein. Ich gehe jetzt erstmal weiter auf Shopping-Tour und wir gucken nochmal ein bisschen was von unserer Milliarde auszugeben. Weil wir haben erst 90.000 ausgegeben. Das ist noch nicht so viel. Hier ist gerade jemand, der verkauft wohl... Also sie, Kiff, verkauft wohl Stack by the Beacons. Oh, die sieht ganz nett aus. Ich schreibe mal, ich kaufe alle Beacons. So, das schreibe ich hier mal. Ich sehe auch schon, die hatten einen richtig... Guck mal, Freunde, was ist denn das hier für ein Clan? Wir gucken mal gerade. ASC ist das. Die hat ja mal ein riesiges, riesiges Haus am Start. Halleluja. Also das ist auf jeden Fall ganz cool. Die hat hier auch einen Admin-Rand auf jeden Fall. Sie schreibt, ich habe noch ein Stack. Okay, dann wir müssen ja ein bisschen Geld ausgeben, Freunde. Wie teuer, frage ich einfach mal. Und dann kaufen wir den kompletten Stack Beacons einfach mal direkt auf. Damit können wir ja nachher unser Haus noch ein bisschen verschönern. 20.000, sagt sie. Okay, dann, liebe Sie Kift, hier sind $20.000. Bups, ich habe bezahlt. Und dann würde ich sagen,
Her damit, schreibe ich einfach mal. Wo ist denn die gute Frau jetzt? Die ist doch gerade noch hier gewesen. ASC? Moment. Einen Moment, schreibt sie. Ich glaube, die holt jetzt gerade die Sachen, Freunde. Ich soll zu ihrem zweiten Grundstück kommen. Okay, dann gehen wir da mal hin. Wo sind wir denn jetzt? Infotafel. Okay. Ach hier, da sind die Beacons. Dann bitte, bitte. Oh, die sieht wirklich gut aus, Freunde. Guckt mal, hier hat hier so Pony-Sachen. Und die hat noch so Labby-Mod-Flügel. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Bitte gib mir. Dankeschön. Oh, ich habe die Beacons bekommen. Sehr schön, das ist sehr lieb von dir. Zack, 64 Stück, das passt auch alles. Den Schmutz kann ich mal hier lassen. Viel Spaß damit. Ich danke dir für diesen Einkauf, du hast mich auch nicht gescammt. Mal sehen, was wir noch so kaufen können. Sie schreibt gerade, sie hat noch Lord Varus-Blume, ein Admin-Schild und eine Baumeisterpicke. Das heißt, sie hat einige Admin-Items am Start, die man nur einmalig von Admins kriegen kann. Und manche sind, glaube ich, nur in den Supreme-Kisten. Das heißt, oh, ich muss ins Inventar gucken von ihr. Wartet mal, Freunde. Ich guck mal in das Inventar rein. Ach hier, guckt mal, Freunde. Sie hat die Lord Varus-Blume, eine Baumeisterpicke, ein Admin-Schild und zwei Böller. Ich schreibe einfach mal an sie, wie viel alles zusammen sagt einen Preis. So, mal gucken, was das kostet. 45.000 kostet das. Okay, dann würde ich sagen, sie kifft, das nehmen wir auch noch schnell mit. Da können wir ein bisschen Geld loswerden, Freunde. Wir haben immer noch 3 Neuen am Anfang, aber jetzt haben wir immerhin schon über 150.000 ausgegeben. Ich hoffe, ich kriege die Sachen jetzt auch. Ich habe ja direkt bezahlt, da ist sie auch schon. Bitte einmal mir die ganzen Admin-Sachen geben. Oh, da, die gibt es direkt. Sehr schön. Sie kifft, du bist eine sehr, sehr gute Verkäuferin. Du gibst direkt die Sachen. Ich glaube, auch deine Preise sind gar nicht mal so überteuert, obwohl ich ja gerade als Milliardär sehr viel Geld ausgeben würde. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und wir ziehen jetzt mal weiter. Ich möchte nämlich nochmal was richtig Wertvolles kaufen, weil wir haben 1 Milliarde einfach hier auf dem Server und ich habe gerade mal 150.000 ausgegeben. Ich muss irgendwie richtig viel Geld loswerden, Freunde. Ich habe jetzt noch jemanden gefunden, der uns was Teures verkaufen will und der hat hier einfach so eine riesige Villa mit ziemlich, ziemlich vielen geilen Köpfen am Start. Also ich glaube, Placket Place. Du siehst mir wirklich wie ein richtig reicher Spieler aus. Ich habe mal gefragt, ob sie irgendwas verkaufen für mindestens 100.000. Da ist er auch schon. Hallo Placket Place. Was hast du denn so zu verkaufen? Zeig mal, schreibe ich dem mal. Weil ich will halt, wie gesagt, ich will richtig viel Geld loswerden. Aber, ja, also er hat auf jeden Fall ein wertvolles Item am Start, das wohl über 100.000 wert ist. Was ist denn das hier? Das ist so ein leuchtendes Blatt Papier. Ist das vielleicht, ist das wertvoll? Ah, ich sehe gerade, das ist ein Heuleise-Taschentuch von Admin Evil. Ich guck mal gerade bei Griefer-Wert, was das wert ist, Freunde. Griefer-Wert.net kann man das ja mal schauen. 15.000 Dollar ist das Heuleise. Ah, das ist jetzt nicht so teuer. Ein verzaubertes Papier ist sehr selten. Also, Freunde, ich glaube, der Placket Place, der will uns ein bisschen veräppeln. Ich glaube, das Taschentuch ist nicht so wertvoll, zumindest laut Griefer-Wert nicht. Ihr wisst ja, da könnt ihr immer abstimmen, wie die Preise von etwas sein sollen. Aber ich habe gerade gesehen, dass sie Kift anscheinend eine Bonze-Klinge verkauft und die soll 350.000 wert sein. Ich schaue jetzt gerade mal eben nach. Graf Bonze, wie viel ist denn die Klinge wert? 190 steht hier. Oh, Userpreis ist wohl 350.000. Okay. Also das heißt, die ist wohl sehr stark am Schwanken. Wahrscheinlich gibt es da noch nicht so viel Verkäufer von. Also die ist auf jeden Fall einiges wert, Freunde. Aber sie schreibt jetzt einfach, Bonze-Klinge will ich doch nicht verkaufen, aber Beacons kannst haben pro Stack 20.000. Ich schreibe mal, okay, ich kaufe alle Beacons für 80.000 und die Bonze-Klinge für 370.000. Ich biete jetzt einfach ein bisschen mehr, aber die will ja die Bonze-Klinge anscheinend nicht verkaufen. Aber ich bin ja mehr der, da können wir ja ein bisschen was drauflegen. Mal sehen, ob wir die dann kaufen können. Die schreibt, geht klar, aber einen Moment noch. Ich muss die Beacons kurz machen. Dann bezahle ich jetzt einfach mal an Sikif 370.000. Ich fürchte, ich habe das jetzt zu teuer gekauft. Vielleicht hat sie mich sogar ein bisschen ausgetrickst. Das Geld ist bezahlt. Jetzt müsste ich das teure Item bekommen. Könnte ich bitte, liebe Sikif, könnte ich das bitte haben? Hallo? Sie schreibt, warte kurz. Okay, dann warten wir einen Moment mal eben, Freunde. Oh, hier ist die Klinge. Edle Klinge von Graf Bonze. Alter. Sharpness 21. Looting 21, die ist ja mal mega krass. Alter. Okay, da haben wir, glaube ich, was relativ Teures gekauft. Viel Spaß damit. Also damit werde ich Spaß haben, Freunde. Diese Klinge hier, die ist echt, echt geil. Magst du sonst noch was kaufen? Ich würde sagen, ich kaufe jetzt bei Sikift nicht weiter. Wir können ja mal zwischendurch abchecken, wie es gerade bei unserem Haus läuft. Ich hoffe, dass unsere fleißigen Arbeiter gerade schon unten ein bisschen was machen. Und unser Kontostand sagt übrigens, dass wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben 500.000 ausgegeben. Ich habe nicht mal 1 Million... Warte mal, wo ist denn der Eingang? Ach, da vorne. Ich habe nicht mal 1 Million ausgegeben. Das heißt, wir müssten jetzt noch... Warte mal, die graben schon... Guck mal, Freunde, die graben hier richtig schön schon.
Genau, also Big Block, mach hier schön weiter. Du buddelst hier richtig schön schon. Ja, genau, die beiden sollen mal weitermachen. Ich gehe noch mal ein bisschen was weiter kaufen. Vielleicht finden wir ja noch ein geiles Item. Dazu werde ich aber jetzt erstmal kurz den City Build Server switchen. City Build 1 sind, glaube ich, noch Leute, die richtig, richtig, richtig wertvolle Sachen haben. Mal sehen, ob ich da vielleicht noch was kaufen kann. Hier wird gerade empfohlen, dass ich zu 1 Kotzi gehen soll. Ist der gerade da? 1 Kotzi? Ich schicke mal diesem 1 Kotzi eine TPA. Den kenne ich. Oder der hat die aus. Den kenne ich nämlich. Jetzt schreibt der, ey, warte mal, 1 Kotzi. Was hast du so wertvolles? Also den Spieler kenne ich auf jeden Fall, weil ich weiß, dass er sehr, sehr reich ist auf dem Server. Vielleicht kann der uns ja noch was Krasses verkaufen. Ich habe ihn jetzt gefragt, was das Wertvollste ist, was er hat. Und er schreibt seinen Stock in der EC. Wahrscheinlich meint er den hier. Knockback 10.000, Eigentum von Zwiebackgesicht. Ach so. Warte mal, dann schreibe ich mal dem 1 Kotzi. Wie viel willst du dafür? Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich glaube auch, ich kenne diesen Stock gar nicht, Freunde. Lass uns mal auf Grieferwert gucken, was der Wert ist. Zwieback schreibe ich mal rein. Oh, der Stock, der ist nicht mal gelistet auf Grieferwert, Freunde. Das heißt, der ist wahrscheinlich so selten, dass der hier nicht mal auftaucht. Ach so. Er schreibt 4 Millionen. 4 Millionen. Warte mal. Machst du auch eine? Frage ich ihn mal. 4 Millionen für diesen Stock. Leute, ein Item, das ist einfach nur ein Stock. Ja, der ist zwar super selten, aber er soll 4 Millionen wert sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier nicht vielleicht über den Tisch gezogen werde. Ich meine, ich bin ja ein Milliardär und da kann ich mir gut vorstellen, dass der 1 Kotzi sich denkt, yo, ziehe ich dir mal ein bisschen was aus den Socken, aber gucken, was der jetzt schreibt. Ich habe gerade aber noch ein anderes Angebot gefunden und zwar von Impertines. Der verkauft seine ganze Ender-Chest hier und hat 13 Spawner und jeder Spawner kostet 75.000. Das heißt, ich rechne mal ganz kurz aus, Freunde, da können wir nämlich richtig gut Geld ausgeben. 75.000 mal 13 Stück, das sind 975.000, das ist fast eine Million. Da würde ich mal sagen, Impertines, ich bezahle jetzt einfach mal 975.000 Dollar und schreib mal, nehme alle, so. TPA Impertines. Jetzt haben wir gerade zumindest noch was gekauft für 1 Million. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt auch direkt. Und der Kotzi antwortet leider gar nicht mehr. Also, ich habe dem jetzt geschrieben, nur eine. Ich frage mal 2 Millionen, ob er das für 2 verkauft. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, Freunde, ob ihr das gerechtfertigt findet, so einen hohen Preis. Der Impertinenz ist gerade auf jeden Fall ein bisschen am Zweifeln, weil er hat gerade gefragt, ob ich alles einzeln bezahlen möchte oder ein Mittelsmann. Da habe ich einfach nur geschrieben, dass ich schon alles bezahlt habe, Freunde. Der muss jetzt gerade eben nachzählen, weil ich meine, 1 Million ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld. Ich frage währenddessen mal im Chat, weil der Kotzi, der hat zurückgeschrieben, er will unbedingt anscheinend 4 Millionen. Also er lässt sich nicht ein bisschen runterhandeln. Ich frage mal trotzdem, was der Stock hier wert ist. Vielleicht schreibt mir ja irgendjemand, ja, der ist so viel wert oder sowas. Oh, das sind schon unsere Spawner. Super, dann nehmen wir die Spawner mal mit. Vielen Dank, Impertinenz, für diesen Trade. Also schön, dass du auch nicht gescammt hast. Wir konnten damit wieder ein bisschen Geld ausgeben. Die habe ich jetzt auch hier am Start. Und wir gucken mal weiter. Hat jemand was geschrieben? Also mir schreiben gerade einige Spieler, was fragst du die ganze Zeit? Und ja, auf jeden Fall. Also hier schreiben gerade einige, dass das eben so viel wert ist. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt nochmal zu dem Kotzi hin hier. Also er will anscheinend 4 Millionen dafür. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr denkt, der Stick ist nicht so viel wert. Dann wissen wir Bescheid, dass Kotzi jemand ist, der zu übertriebenen Preisen was verkauft. Ich werde jetzt einfach mal diesen Stock noch kaufen, Freunde. Wir wollen schließlich Geld loswerden. Das heißt, ich kaufe jetzt für 4 Millionen diesen Stock und schreibe mal 1 Kotzi, habe bezahlt für den Stock. So. Dann kaufen wir diesen Stock eben auch noch, Freunde. Sammeln wir den auch noch ein. Boah, 4 Millionen ist so viel Geld, Freunde, wirklich. Er schreibt jetzt nur Moment. Schreibt bitte mal in die Kommentare, habe ich hier jetzt einen fairen Trade gemacht? Ist der wirklich so viel wert? Oder habe ich gerade dem richtig viel Geld geschenkt? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es wirklich nicht, aber hier auf dem Server schreiben sie eben gerade alle, ja, das ist so viel wert. Bleib eben on, bitte. Okay, dann warten wir kurz. Der Kotzi hat gerade geschrieben, bleib eben on. Dann hat er geschrieben, ich weiß, ich muss das checken. Und jetzt schreibt er, wir klären das eben mit Zwieback. Gib jetzt den Stock. Oder ich melde dich. So, was wird denn hier gerade geklärt mit Zwieback? Warum muss das denn... Mache ich gerade so einen teuren Deal, dass sogar die Moderatoren informiert werden auf meinem Server? Oh Gott. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. Ich betrüge dich nicht. Ich verspreche dir, du bekommst gleich den Stock oder das Geld. Ich bin mir nur unsicher, wo du das Geld her hast. Hast du TS? Also Kotzi zweifelt, glaube ich, der wird gerade so eine Prüfung gemacht, wie bei so einer Bank, Freunde, weil wir so viel Geld haben, ob das vielleicht gecheatetes Geld ist. Oh. Ich schreibe mal, bin vom, ich denke mir jetzt einfach irgend so einen Clan aus, bin vom
8-7-5 wäre Clan. Wir sind einfach mal von City Build 12. So, habe ich jetzt einfach mal erfunden, Freunde. Ich bin vom 875er Clan von City Build 12. Wir kaufen das, weil wir reicher als die FTO werden wollen. Schreibe ich einfach mal rein. Ich hoffe, er glaubt das. Ich habe jetzt gerade einfach irgendwas erfunden. Ja, gut. Ich hoffe mal, die Prüfung geht durch und wir dürfen das Ganze kaufen. Anscheinend ist das so, wenn man bei Griefer Games mehrere Millionen ausgibt, dass dann sogar Background-Checks gemacht werden, ob man wirklich, ja, das Ganze sich kaufen darf. Was hat denn der eins Kotzi hier hinten drauf, Freunde? Er schreibt hier hin, ich bin der König und du bist mein Sklave. Kann das sein, dass der 1 Kotzi auf City Build 1 mit der reichste Spieler ist, Freunde? Kann das sein? Also ich merke schon, an was ich für Leute gerate. Also mit 1 Milliarde, Freunde, spielt man hier auf dem Server in der höchsten Liga mit. Sie kifft, will mir die ganze Zeit auch noch irgendwelche Sachen verkaufen. Gut, ich merke auch schon, also der 1 Kotzi ist ansonsten wohl auch ein sehr, sehr, sehr reicher Typ hier. Ich hoffe mal, ich kriege jetzt diesen Stock. Ich will diesen verdammten Stock haben, Freunde. Er schreibt jetzt einfach, ich habe gerade jemanden auf City Build 12 geschickt und den Clan kennt da niemand. Dann schreibe ich mal, wir sind ein wir sind ein über 35-jährigen Clan und spielen nur nachts. So, ich hoffe mal, das glaubt der uns jetzt. Ich weiß, die Lüge ist nicht die beste. Ich hoffe einfach nur, dass der Trade jetzt durchgeht, Freunde. Anscheinend, wenn man wirklich mehrere Millionen ausgibt, das liegt halt daran, die Griefer Games Währung ist halt relativ stabil und relativ stark. Ich weiß, es gibt immer einige, die sagen, nee, das würde voll schwanken, aber man muss ehrlich sagen, vielleicht zu anderen Servern ist es bei uns super, super schwierig, an Geld zu kommen. Und das weiß auch jeder, der auf Griefer Games spielt. Jetzt schreibt er, du hast 900 Millionen. Wen willst du verarschen? Duper. Dann gib mir mein Geld wieder, schreibe ich mal. Oh nein, wie hat der denn bitte entdeckt, dass ich 900 Millionen habe? Der muss ja irgendeinen Supporter kennen oder sowas. Ich darf einfach diesen Trade nicht machen, Freunde. Es wurde einfach quasi untersagt. Bitteschön, schreibt er nur. Ich habe das Geld wiederbekommen. Okay, dann geht. Das ist krass, Freunde. Also ich wollte echt in dieser Folge so viel Geld ausgeben, wie ich kann. Ich gehe auch jetzt direkt zurück zu meinem Haus. Wir wollen ja noch gucken, wie der Keller jetzt aussieht. Aber es ist anscheinend nicht möglich, so viel Geld auszugeben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr eine Idee, wie ich vielleicht in der zweiten Folge noch mehr Geld ausgeben kann? Weil jetzt gerade, ich habe es geschafft, stolze 1,5 Millionen auszugeben. Ja, gut, wir gucken am besten mal in den Keller. Ich muss ja meine beiden Arbeiter auch noch ein bisschen belohnen hier. Wie sieht's denn da gerade aus? Haben die... Oh, die haben schon richtig gut gebuddelt. Die haben ja schon... Ja, hallo? Sogar mit einem Booster. Oh, das ist wirklich cool. Dann wisst ihr was? Ich schenke euch beiden einfach mal, würde ich sagen, jeder einen Spawner. Als kleines Trinkgeld für diese Aktion hier. Zack. Einmal für dich, The Big Block. Und für dich, Domtendo. Bleib bitte... Nein, einmal bitte... Hallo, kannst du... Domtendo, hier. So. Dem schreibe ich auch mal eben dein Trinkgeld. So. Und dann werde ich die beiden nämlich auch von meinem Grundstück hier entfernen. Ich finde, die haben eine ganz gute Arbeit gemacht. Das war ja ein Test, ob man das als Reicher machen kann, Freunde. PI, warte mal, eben nachgucken, ob die noch drauf sind. Ne, die sind nicht mehr drauf. Ich würde sagen, ich beende diese Folge jetzt. Wir haben es also geschafft, etwa 1,5 Millionen auszugeben. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich noch mehr ausgeben kann, dann schreibt es in die Kommentare. Denkt auch bitte an einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Das mit Kotzi war sehr, sehr spannend. Haut rein, bis dann und tschüss.